Seine Frau ist da. Bayek! Oh! Du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Vorsicht! Was zur Hölle? Was soll der Quatsch? Beschütze die Königin! Oha! Los! Streckt sie nieder! Ja! Ich schaffe das hier, Liebste! Komm her, Fettsack! Die sogenannte Königin! Dein Thronsaal wird zu deinem Grab! Das werden wir sehen! Er trägt den Namen Venator! Unser Anführer! Und du wirst nie zu ihm durchkommen! Das werden wir sehen! Diese Schläger wären erledigt. Aber Venator... Das war's. Alle erledigt. Ein riesiger Leichenberg. Was? Venator! Da bist du ja! Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe! So spricht man nicht über eine Göttin! Genau! Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen! Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast! Genau! Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm! Komm, ich befreie dein Kar von dir! Scheißkerl! Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Alter! Du wirst gleich sterben! Das ist genug Änderung für mich! Boah, ist der schwer! Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Nein! Deine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Scheiße! Der ist echt hart! Leck mich am Arsch! Der ist richtig, richtig hart. Oh Mann. Okay. Komm. Komm. Kämpf mit dir. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Ja, das Rede weiter. Solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Ja, das war ein guter Schlag. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Boah. Hurra! Ah ja, hier Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Ja! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Nein! Boah! Vergiss es! Die Hörer ist der Übel. Da! Nein, nein! Wieso kann ich da nicht ausweichen? Zack, 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 zack! Zack! Die Hälfte habe ich schon. Komm! Dammt, Mistkerl! Komm schon, komm! Na los! Oh, nein! Nein, 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 nein! Ach komm, Alter, lass mich runter! Alter, was ist das bitte für ein Monster? Oh, erwischt! Oh Gott! Gott. Ja, Treffer! Ich muss mich erholen. Ich will nicht ausruhen. Ich darf mich nicht treffen lassen! Ja! Ja! Oh, nein! Scheiße! Nein! Nein! Oh! Gott! Zack! Gott! Nein! Nein! Gott! Ist der schwer? Jetzt!
Das war ein Schlag, hä? Warne mich weg von deiner Deckung. Komm schon! Ja! Oh, ah, verdammt! Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, ich hab ihn gleich! Das darf nicht wahr sein, dieser Drecksack! Nein! Nein! Jetzt stirbst du! Ja! Komm schon! Nein! Verdammt! Scheiße! Fuck! Jetzt komm, nochmal! Ich krieg dich! Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe! So spricht man nicht über eine Göttin! Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen! Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast! Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm! Komm, ich befreie dein Kar von dir! Du Scheißkerl! Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben! Das ist genug Änderung für mich! Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer! Und Ägypten gehört uns! Komm schon! Hurra! Komm schon! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Naja. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Das war ein guter Schlag. Das hier auch. Zack. Komm schon. Da! So, am Rücken hauen! Okay, komm, diesmal schaffe ich dich. Diesmal krieg ich dich. Jawoll! Das war ein guter Schlag. Komm schon. Komm! Nein! 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 Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht! Zack! Na komm schon! Nein! Ich komm nicht weg! Es ist unfassbar! Ich komm nicht weg! Dieser Fixer! Ich komm einfach nicht weg! Das ist unglaublich! Fuck! Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Okay. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Komm. Du Scheißkerl. Du könntest einen unserer Pläne ändern. Du wirst gleich sterben. Diesmal erledige ich dich auch mit Pfeile. Vergiftete Pfeile. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Komm. Nein, nein, nein. Ich komm da einfach nicht raus, wenn er dann nicht da hat. Verdammt nochmal. Zack. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, komm. Komm. Nein, nein. Ach, komm.
komm, Alter, das gibt es nicht. Dieser Drecksack, immer wenn ich ihn kurz, bevor ich ihn habe. Keine... Komm schon. Nein! Komm, komm, diesmal schaffen. Komm, komm, komm. Komm her! Da, da! Und jetzt den Gnadenstoß! Nein! 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 Jetzt komm ich! Ja! Das war's. Erledigt. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Oh, was für ein Kampf. Hey, alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek. Wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Okay, wir müssen zu Pompeius. Was ist denn los? Septimius muss endlich sterben. Die Gabinianer haben uns eine Feluke mitgebracht. Nett von ihnen. Genau. Echt nett. Los, vorwärts. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Was wird aus dir? Komm, gehen wir. Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Ich gewöhne mich langsam an faulendes Fleisch. Sind das Leichen? Allerdings. Und nicht gerade wenige. Oh, fuck. Götter, der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Ah, Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Keiner von Ptolemäus Mistkerlen? Nein. Eine recht formlose Beseitigung. Anscheinend kommen wir zu spät. Allerdings. Scheiße. Mist. Aufgespießt. Ach. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Caesar? Er ist jetzt in Alexandria.
Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Caesar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen...